Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns an den Bericht von Robert an. Dieser hat über Arbitrade geschrieben, welches er mit 4,1 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Test- und Erfahrungsbericht. Arbitrade. Früher bekannt als ArbaFX ist heute Arbitrade ein bekannter Broker, bei dem man unterschiedliche Finanzlagen investieren kann, in unterschiedlichen Bereichen wie Aktien, Forex, CFD, Rohstoffe und mehr. Heute werfen wir zusammen einen Blick auf die Plattform und ich gebe euch einen Einblick in die Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe auf Arbitrade. Über Arbitrade. Die Firmengründung war bereits 2006, damals noch mit dem Namen ArbaFX. Ziel der Gründer, die bereits aus der Finanzbranche stammen, ist es, eine Handelsumgebung zu schaffen, die für erfahrene Trader und auch für Neulinge ansprechend ist. Das Handelsangebot haben sich über die Jahre immer weiter ausgebaut und zeigt sich heute in einer großen Vielfalt. Arbitrade ist ein internationales Unternehmen, welches Niederlassungen in Paris, Mailand, Tokio, Dublin und Sydney hat. Für alle diese Länder besitzt Arbitrade entsprechende Lizenzen. Die Arbitrade EU LTD, die in Irland gegründet wurde, wird von der irischen Zentralbank reguliert. In der Firmengeschichte konnte Arbitrade mehrfach Auszeichnungen gewinnen, die oftmals das Unternehmen als besten Broker küren. Unter anderem wurde auch die Sicherheit hervorgehoben, denn bei Arbitrade wird viel Wert auf Einlagensicherung gelegt. Damit das Geld der Kunden stets sicher verwahrt ist, gibt es Treuhandkundenkonten, sodass Arbitrade selbst keinen Zugriff auf das Geld hat. So kann man sich sicher sein, dass beispielsweise bei einer Insolvenz man als Kunde trotzdem noch sein Geld bekommen wird, denn Firmengelder und Kundengelder werden nicht vermischt. Untergebracht ist das Geld der Nutzer bei der Danske Bank, die allein befugt ist, um Überweisungen zu tätigen. Handelsangebot von Arbitrade. Das Handelsangebot ist sehr umfangreich. Hier ein Überblick. Am Devisenmarkt handelt man mit Währungspaaren wie Euro, Dollar oder Pfund Euro. Der Forex-Markt ist der weltweit größte Finanzmarkt. Bei Arbitrade kann man mehrfach als 60 solcher Devisenpaare handeln, mit Spreads ab 0,8 Pips. Es sind Hebel möglich von bis zu 400 zu 1. Zur Verfügung stehen hier eine eigene Plattform von Arbitrade namens Arbitrader und die bekannte Plattform MetaTrader vor. Der FX-Handel ist sehr beliebt, denn man kann meistens einen direkten Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Nachrichten und dem Währungskurs herstellen, auf denen man seine Prognosen basieren kann. CFD-Handel. CFD ist die Abkürzung für Contract of Difference, also Differenzvertrag. Bei einem CFD-Handel kauft man keine Wertpapiere oder Anlagen, sondern Assets, Vermögenswerte, Basiswerte. So kann man als Trader auch Produkte kaufen, die man sonst nicht kriegen würde, weil sie nicht im preislichen Rahmen liegen. Wenn man also glaubt, der Basiswert einer bestimmten Aktie wird in der Zukunft steigen, so kauft man ein CFD und verkauft ihn zum späteren Zeitpunkt, wenn es sich lohnt. Der CFD-Handel funktioniert mit unterschiedlichen Instrumenten wie Aktien, Forex, Rohstoffe, Indizes, Staatsanleihen und ETFs. Arbitrade nennt sich selbst Spezialist für den CFD-Handel und bietet dementsprechend ein breites Spektrum an möglichen CFDs in allen Kategorien. Aktien. Man kann sich über Arbitrade Aktien-CFDs gängiger Unternehmen kaufen, die an den internationalen Börsen notiert sind. Darunter sind auch deutsche Unternehmen wie E.ON, Siemens, Daimler und die Deutsche Bank. Der Aktienhandel kann ein guter Weg sein, um sein Geld anzulegen. Mit der CFD-Lösung kann man sich auch Aktien leisten, die sonst undenkbar wären. Um dennoch auf hohe Gewinne zu kommen, bietet Arbitrade hier einen Hebel von bis zu 20 zu 1. Hier kann man ebenfalls zwischen MetaTrader 4 und dem Arbitrader wählen. Beide verfügen über Tools, mit denen man Marktanalysen durchführen lassen kann, die einem bei der Einschätzung helfen. Dabei gibt es zum Beispiel eine fundamentale Analyse, die mit Hilfe von Unternehmenszahlen und Nachrichten den Kursverlauf vorhersagt, oder eine technische Analyse, wo Graphen, Indikatoren und Kennzahlen verwendet werden. CFD-Handel mit Bitcoins, Litecoins und Ethereum. Wer gerne mit Kryptowährung zahlt, der ist vielleicht hier gut aufgehoben, denn man kann auch hier über den Wert von Bitcoins, Litecoins und Ethereum spekulieren. Bei Litecoins sind Hebel von bis zu 10 zu 1 möglich, bei Bitcoin 20 zu 1 und bei Ethereum 10 zu 1. Die Kurse werden in Echtzeit angezeigt und zur Auswahl stehen wieder der Arbitrader und der MetaTrader vor. Rohstoffe. Bei Arbitrade kann man Gold und Metalle sowie Öl und Energie handeln, alles auch als CFD-Handel. Bei den Metallen kann man bei höheren Positionen Hebel von bis zu 200 zu 1 erreichen. Es gibt derzeitig Gold, Silber, Platin, Palladium und Kupfer zur Auswahl bei den Metallen. Unter Öl findet man Rohöl, Brennöl, Erdgas, Heizöl und Benzin. Der Ölmarkt gilt als dynamisch und man muss stets up-to-date sein mit Nachrichten, Marktanalysen, dem Wirtschaftskalender und der Ölindustrie generell. Hier die Definition von ETF nach der Webseite von Arbitrade. Ein ETF ist ein Investmentfonds, der einen Index oder eine Anzahl von Finanzanlagen abbildet und an der Börse wie eine Aktie gehandelt wird. Der Vorteil bei ETF-Handel ist, dass die Spreads niedrig sind und man Hebel von bis zu 20 zu 1 bekommt. ETFs kann man mit Indizes, Rohstoffen, Aktien und Devisen handeln. Staatsanleihen. Möglich bei Arbitrade sind Staatsanleihen aus Amerika, Japan oder Europa. Es gibt Hebel von bis zu 100 zu 1 mit niedrigen Spreads. Anleihen gelten als langfristige Investitionen,
Auch hier sind es wieder nur Anleihen CFDs. Agrarprodukte. Zu guter Letzt geht es zur außergewöhnlichsten Kategorie, die mit landwirtschaftlichen Rohstoffen wie Mais, Sojabohnen, Weizen, Kaffee, Zucker, Baumwolle und Kakao gefüllt ist. Auch hier stehen die CFD-Handelsplattformen MetaTrader 4 und AvaTrader zur Auswahl. Das AvaTrade Partnerprogramm. Wenn man ein Konto bei AvaTrader eröffnet, kann man auch am Partnerprogramm teilnehmen. Dort gibt es Provisionsstrukturen, die sehr gut bezahlt sind. Man bekommt Provisionen, sobald man AvaTrade über einen speziellen Link an Freunde oder Bekannte weiterempfohlen hat und diese sich registrieren und die Seite auch nutzen. Um sich ein großes Netzwerk aufzubauen, gibt es von AvaTrade eine Menge an Material und Lösungen, die man nutzen kann, um Werbung zu machen. Meine Erfahrungen mit AvaTrade. AvaTrade konnte mich überzeugen mit einer schönen Plattform und einem sehr breiten Angebot an Handelsmöglichkeiten. Über diese Möglichkeiten wird man auch gleich auf der Webseite selbst noch großzügig informiert. Im Schulungscenter kann man sich noch weiter einlesen und Wissen aneignen für den optimalen Start als Trader. Für den Start eignet sich auch hervorragend ein Demokonto, wo man erst einmal mit unechten Geldsummen spielen kann. Einzahlungen und Auszahlungen habe ich bisher immer mit PayPal vorgenommen, was sehr praktisch und vor allem auch sehr schnell ist. Meiner Meinung nach ist AvaTrade ein seriöser Broker, der schon seit mehr als 10 Jahren am Markt besteht. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.